Liebe Freunde der Astrologie, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem nächsten Video, der Vollmond am 16.04.2022. Mein Name ist Thomas Keil. Ja, Voll- und Neumonde haben halt immer ganz besondere Energien und ich möchte euch jetzt zeigen, welche Energien dieser Vollmond mit sich bringt. Weil wir uns ja alle nicht mehr so sehr mit dem Himmel beschäftigen und nicht mehr so nach den Mondphasen leben, möchte ich gerne jetzt immer am Anfang meines Videos den letzten Mond, den ich da erklärt habe, noch einmal nachbesprechen, damit wir uns schon langsam zu Gemüte führen können, welche Effekte da passiert sind oder was da eben passiert ist. Und dass wir uns eben wieder dann daran gewöhnen, dass wir eben immer wieder mehr nach dem Kosmos leben oder auf diese Zyklen im Acht geben, weil sie ja tatsächlich große Ereignisse auf der Erde bringen. Ich habe da jetzt noch einmal das Horoskop von Neumond vom 1.4.2022 und wie ich das letzte Mal im Video schon gesagt habe, gibt es eben grundsätzlich allgemeine Auswirkungen und persönliche Auswirkungen. Und es ist ganz, ganz wichtig, das auseinanderzuhalten, denn es ist immer so, dass nicht jeder jeden Neumond gleich erlebt. Das hat damit zu tun, dass jeder Mensch mit einer ganz, ganz persönlichen Energiesignatur auf die Welt kommt. Das heißt, jeder Mensch ist ein Unikat, ein Einzelstück, könnte man jetzt sagen, durch die Erfahrungen der vielen Hunderte oder Tausende Leben geprägt. Und somit geht er auch mit den Konstellationen, die im Universum stattfinden, verschieden in Resonanz und spürt die auch unterschiedlich. Bei den allgemeinen Auswirkungen verwenden wir also diese allgemeinen Konstellationen und bei den persönlichen Auswirkungen legen wir dann diese Konstellationen übers persönliche Geburtshoroskop und schauen, wie welche Resonanzen da eben angesprochen werden. Grundsätzlich ist es jetzt so, bei dem letzten Neumond am 1.4. haben wir ja gesehen, dass dieser Neumond mit Chiron in Kontakt war und der Neumondzyklus dauert ja immer wieder bis zum nächsten Neumondzyklus und der Vollmond, der jetzt kommt, wo dann Sonne in Opposition eben zum Mond steht, also beim Neumond steht sie ja da zusammen in Konjunktion und bei Vollmond vollendet sich dann eben diese Energie, die oder hat eine Art Höhepunkt und dieser Zyklus dauert dann halt einen Monat. Also diese Themen werden dann innerhalb eines Monats eben grundsätzlich eben durcharbeitet. Ja, ich habe auch noch gesagt, dass circa 3 Tage vorher diese Energien sozusagen in Betrieb gehen oder spürbar sind. Es ist ja auch heute, heute ist der 13.04. Am 16.04. haben wir diesen Vollmond. Also wir spüren schon jetzt, jetzt kommt ordentlich Energie und Schub im Gang, könnte man jetzt sagen. Und das beginnt immer so 3 Tage im Vorhinein. Ja, was ist passiert? Und zwar am 1.4. war ja dieser Neumond und am 31.3.2022 ist das Wetter, hat man einen Wetterumsturz. Vorher hat man ja Temperaturen 18, 20 Grad, 1, 2 Wochen lang. Also da war es wirklich schön warm. Und dann plötzlich, da habe ich ein Foto vom Garten, plötzlich hat es geschneit. Ja? Also es hat einen Temperatursturz gegeben. Und interessanterweise, erst jetzt in den Tagen um den Vollmond hat sich das Wetter jetzt wieder geändert und ist jetzt wieder deutlich wärmer und schöner geworden. Dieser Kälteeinbruch hat dann noch mit einer zweiten Konstellation zu tun. Ihr könnt sich erinnern, Mars mit Saturn ist ja auch noch zusammengestanden. Ja, in der klassischen Astrologie sind das ja die sogenannten zwei schlechten, unter Anführungszeichen, Planeten, also die zwei Übeltäter, also die halt schwierige Geschichten eben auslösen. Und Saturn ist ein außerordentlicher Kälteplanet. Und immer wenn Mars eben mit Saturn zusammenkommt, kann es eben zu solchen Ereignissen führen. Das geht bei uns allen einfach immer so vorbei. Aber in Wirklichkeit, wenn man die Mondphasen betrachtet und nachschaut, dann wird man merken, dass es eben genau immer wieder oft oder sehr oft dann mit diesen Mondphasen eben zusammenfällt.
Das war vorher jetzt eine allgemeine Auswirkung und jetzt möchte ich gerne noch eine persönliche Auswirkung demonstrieren. Es war nämlich so, dass um die Zeit vor dem Neumond, ein paar Tage vorher, hat der Dominic Thiem, unser Tennisspieler, unser Tennisstar, hat sein Comeback in Spanien, glaube ich, eben in Marbella, ja, in Spanien gemacht. Und da wollte ich eben zeigen, das sind genau diese Tage eben vor Neumond. Und dieser Neumond, den habe ich jetzt über sein Geburtshoroskop drüber gelegt. Und da sieht man, dass dieser Neumond in eine Spannung, in eine genaue Opposition zu Mars und Jupiter gestanden ist. Und natürlich wirkt diese Energie schon 3, 4 Tage vorher. Und Mars und Jupiter, also Mars ist ja der Planet des Krieges und des Kampfes, aber auch der Energie. Und Jupiter ist ja der große Glücksplanet, ja, und vergrößert ja auch alles. Und oft bei sehr großen Sportlern, bei sehr berühmten Sportlern haben wir im Geburtshoroskop natürlich den Planeten Mars, der auch für Sport steht, mit Jupiter eben grundsätzlich eben zusammenstehen. Da haben wir eine Opposition, also eine Spannung, ja. Da sieht man schon, da ist auch Chiron dabei, der verletzte Heiler. Also so leicht ist einmal prinzipiell dieser Vollmond nicht gestanden. Was zusätzlich jetzt noch dazugekommen ist, warum es nicht so funktioniert hat, war einfach das, weil im Universum ja Mars auf Saturn getroffen ist, das sieht man da herum, und gleichzeitig ist das über seinem Geburts-Saturn eben gestanden. Beim Geburts-Saturn ist es immer so, wenn man da Auslösungen draufkriegt, dann verlangsamen sich die Energien, es ist schwierig, es ist zäh, ja, es gibt Behinderungen, ja, Schwierigkeiten. Und wenn dann halt noch genau Mars mit Saturn dasteht, dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Natürlich ist die schöne Venus auch drüber gestanden, nur die Venus hat nicht so viel Kraft und nicht so viel Energie wie dieser Neumond in Spannung zu dem sportlichen Planeten Mars und Jupiter und natürlich Mars und Saturn. Und so kann man eben sehen, das sehr interessante Titel, Foto und auch die Überschrift war Der steinige Weg zurück. Und astrologisch gesehen ist das eine sehr, sehr interessante Aussage. Der steinige Weg zurück. Saturn ist dem Stein zugeordnet und Mars Saturn ist die konzentrierte Kraft im Positiven. Aber auch, ja, man muss ganz ausdauernd, ganz schwer arbeiten. Und da sieht man eben, dass dieser Start ganz, ganz schwierige astrologische Voraussetzungen gehabt hat. Übrigens, wer sich jetzt fragt, Mars Saturn ist noch nicht genau auf dem Saturn gestanden. Also der Mars beginnt schon 5 Grad, 4 bis 5 Grad vorher zu wirken. Also da beginnt schon die Energie, also diese Konjunktion eben zu wirken und man spricht dann in der Astrologie da schon von einer Auslösung. Also da muss man immer bei den Planeten, speziell bei Mars, aufpassen. Der löst immer ein bisschen voreilig aus, ja. Das heißt, da haben wir immer schon ein paar Grad eben vorher. Ja, das wäre jetzt eine persönliche Auswirkung. Und ja, und dann vielleicht noch eine allgemeine Auswirkung. Also wir alle haben ja in den Medien gehört, was da eben in der Ukraine alles Schlimmes passiert ist. Das war eigentlich genau das, was ich da eben im Video vorausgesagt habe, dass da eben durch Chiron im wieder eben ja, nicht so schöne Bilder und Nachrichten eben kommen und vor allem Mars Saturn, ja, dass ja ein ausgesprochener Kampf- und Kriegsaspekt ist. Jetzt ist es aber so, noch kurz gesagt, von der spirituellen Seite her, auch wenn die Konstellationen schwierig sind, sind es immer wieder wir Menschen, die dann etwas Schlimmes daraus machen. Also es hängt immer wieder von unserem Bewusstsein ab. Also wir sehen beim Dominic Thiem ist das sportlich eben schwierig geworden, also mit Mars Saturn, aber der ist natürlich gegen niemanden gewalttätig oder irgendwas geworden, weil der natürlich ein sehr weicher und hochbewusster Mensch oder höherbewusster Mensch natürlich ist. Und andere Leute, die halt noch woanders stecken, die leben diese Konstellation eben grundsätzlich eben anders aus. Und das ist eben das, was die Astrologie
uns nicht vorgibt, sondern sie zeigt, welche Energien wirken und wie wir mit diesen Energien umgehen, das obliegt uns Menschen. Und deswegen hängt es eben viel darauf ab, welches Bewusstsein wir haben und wie wir eben an die Dinge eben herangehen. Gut, also das waren so diese Sachen, die alle eben zum Neumond passiert sind. Und wenn wir in Zukunft unsere Sinne schärfen und einfach einmal schauen, so 3 Tage vor Neumond, 3 Tage vor Vollmond, was passiert da? Da werden wir auf einmal allerhand Dinge einfach sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ja. Und wir können aber auch diese Energien natürlich dann auch sehr gut nutzen für uns. Ja. Das ist jetzt das Bild vom Vollmond am 16.04. 20.55 Uhr findet er statt. Und wie gesagt, das ist hier der Vollmond. In der Mitte haben wir ja da die Erde. Und die Sonne steht jetzt in Opposition eben zum Mond. Also die Sonne scheint direkt dem Mond voll an. Ja? Und wir sehen bei diesem Vollmond, dass dieser Vollmond in der Waage steht. Der letzte Neumond ist im Widder, also in diesem Zeichen des Aufbruchs, aber auch des Kampfes. Und jetzt kommt diese Neumondenergie quasi zu einem Höhepunkt, wenn der Vollmond eben stattfindet. Und das Interessante ist, dass jetzt steht ja der Vollmond in der Waage. Und die Waage ist natürlich genau gegenüber vom Zeichen Widder. Und die Waage möchte ja immer gerne den Ausgleich haben. Ja? Also die Waage ist ein Zeichen der Kommunikation. Sie möchte Gerechtigkeit haben. Sie möchte einen harmonischen Ausgleich schaffen. Also es geht schon auch bei diesem Vollmond jetzt einmal ganz stark um Kommunikation, um Dinge in Ausgleich zu bringen, um etwaige kämpferische Geschichten eben wieder ins Gleichgewicht zu bringen und miteinander zu reden und auch eben zu kommunizieren. Was wir eben bei diesem Vollmond ganz stark eben sehen, ist ein sogenanntes T-Quadrat, also der Pluto steht genau zwischendrin und bildet einen 90-Grad-Winkel zum Mond, ein sogenanntes Quadrat, einen Spannungsaspekt, und er bildet auch ein Quadrat eben zur Sonne. Und in der Astrologie nennt man das ein sogenanntes T-Quadrat, also ein geschlossenes Spannungs-, weil es so aussieht wie ein T, deswegen T-Quadrat. Und die Hauptspannung liegt dann natürlich da oben auf diesem Pluto. Und Pluto, wisst ihr ja schon, ist der Planet der Macht, der Ohnmacht. Es geht um Transformation im Prinzip. Also der Pluto möchte immer, dass wir alte Dinge sterben lassen, damit wir Neues geboren werden kann. Allerdings wissen wir, der Pluto steht ja jetzt noch in Steinbock, in diesen Zeichen für Normen, Regeln, Strukturen. Und da sieht man, dass dieser Vollmond doch im Universum ziemlich in Spannung steht und natürlich wieder Sturheiten, Machtkämpfe auch eben zu erwarten sind. Und die Waage möchte halt haben, dass das Ganze in den Ausgleich kommt und damit wir über das reden und auch eben kommunizieren und alte Dinge eben loslassen. Was ich noch persönlich bei Pluto sehr oft beobachtet habe, wenn sie hinausspürt einmal in den Tagen des Vollmondes, der Vollmond hat ja normal eine unglaubliche Kraft und eine Beschleunigung. Und beim Pluto ist es oft so, dass man draußen oft einmal zwischendrin so das Gefühl hat, es steht alles. Ja? Es bewegt sich irgendwie nichts und es ist schwierig und die Gefühle stecken einfach in einem. Das hat damit zu tun, Pluto regiert ja die Unterwelt, also das Unterbewusstsein. Ja? Und der Pluto möchte ja vom Prinzip her nicht gerne loslassen. Macht dann eine Krise, damit man natürlich Dinge loslassen muss. Ja? Aber von Haus aus haltet er ja eher an Dingen fest. Und es ist oft eine geheimnisvolle
zähe, schwierige Energie. Und manche Leute können diese Energien spüren, die selber sehr viel Pluto im Horoskop haben. Die spüren dann diesen Vollmond wahrscheinlich ein bisschen schwieriger in ihrem Leben. Und da hat man so oft das Gefühl, boah, ja, ich bin müde, es ist schwierig, es drückt auf meine Emotionen, es krabbt in mir, tief in mir, aber ich weiß gar nicht so recht, um was es oft eben geht. Und oft vielleicht ein bisschen eine unheimliche Energie. Und genau das ist eben der Pluto. Und wie gesagt, beim Pluto gibt es immer diese Geschichte mit Macht und Ohnmacht. Also entweder bin ich mächtig oder ich falle in die Ohnmacht. Und da gilt es auch, eben grundsätzlich eben auszusteigen. Also wenn man bei diesem Vollmond in Machtkonflikte oder etwaige Dinge kommt, gilt es auch eben Sturheiten abzulegen, weil der Pluto eben auch für diese fixen Vorstellungen eben steht, die wir uns eben mitgenommen haben. Es gibt noch einen ganz leichten Aspekt, also einen Trigon-Aspekt von Saturn. Den möchte ich jetzt gar nicht so genau eingehen, weil sonst wird es oft zu kompliziert. Aber Saturn steht ja immer, dass wir die Dinge dann strukturiert und gut umsetzen können. Ja, bringt auch eine Ernsthaftigkeit mit. Und da das ein schöner Trigonwinkel ist, ein harmonischer, bedeutet das, dass wir eben Dinge auch gut strukturieren und auch eben umsetzen können. Aber die Hauptenergie, wie gesagt, liegt auf dieser Pluto-Geschichte. Und wie gesagt, nicht nervös werden, wenn jetzt wieder so Machtkämpfe und das Gefühl kommt, boah, ja, es ist da wieder ein bisschen zäh, das wird dann schon langsam nach dem Vollmond eben wieder vergehen. Wie gesagt, ich habe da jetzt noch einmal aufgezeichnet die allgemeinen Auswirkungen und noch einmal die persönlichen Auswirkungen mit dem Geburtshoroskop. Und ich möchte gern euch ein bisschen etwas noch zeigen, wenn man diesen Vollmond über gewisse Geburtshoroskope noch drüber legt. Ich habe jetzt einmal dieses nächste Geburtshoroskop hergenommen, das ich beim letzten Mal schon hergenommen habe. Das ist das Geburtshoroskop von der Ukraine. Ihr könnt euch erinnern, diese Mars-Saturn-Konstellation, also der Mars ist ja auf dem Saturn gelaufen, genau auf dem Mond, wo ich da gesagt habe, ja, da wird es fürs Volk sehr, sehr schwierige, ja, es ist ja leider auch alles eingetreten. Wie gesagt, Gott sei Dank hat sich Mars mit Saturn da jetzt einmal entfernt. Und wir sehen, dass dieser Vollmond, der ist jetzt da drüber gelegt, und wir sehen, dass dieser Vollmond, zumindest die blauen Winkel sind harmonische Winkel, ja, und die roten Winkel sind Spannungswinkel, also das sind eben Spannungen zu erwarten. Und die blauen Linien gehen zumindest da mal auf die zwei Glücksplaneten Venus und Jupiter eben zu und auch auf den Mond. Was eben bedeutet, gewisse Gespräche werden da natürlich schon in Gang kommen. Also kann auch sein, dass da auch Hilfe von anderen kommt, weil das jetzt im siebten Haus ist. Ja. Nichtsdestotrotz sieht man, dass der Saturn natürlich dann noch immer auf dem Mond oben klebt und noch schon noch ein bisschen braucht, eben um da eben wegzulaufen. Ein bisschen macht auch eine Spannung noch natürlich auf den Saturn, ja, der natürlich wieder bringt auch ein paar positive Geschichten eben in diesem Horoskop. Ja, es gibt noch ein ganz interessantes Horoskop, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich möchte das jetzt auch gar nicht politisch interpretieren, sondern ich möchte das gerne, sehr gern astrologisch interpretieren, weil man eben sehr gut sieht, astrologisch gesehen, warum unser Bundeskanzler Karl Nehammer diese Reise nach Russland gemacht hat. Innen drin sehen wir sein Geburtshoroskop. Außen herum sind die Transite mit einem genauen Vollmond, an dem Tag, wo der Vollmond eben stattfindet. Und wie schon gesagt, fängt eben der Vollmond mehrere Tage vorher eben bereits zu wirken an.
Und wenn wir kurz auf einen Blick auf sein Geburtshoroskop schauen, übrigens, ich habe nicht die genaue Uhrzeit, ich habe leider nur das Geburtsdatum gefunden, ist jetzt aber nicht so wichtig, weil wir auch aufgrund dessen, dass der Herr Nehammer sehr viel Planeten in der Waage hat, damit auch sehr gut arbeiten können. Ja, wie schon gesagt, ich habe gesehen, wir haben da eben sehr, sehr viele Planeten in der Waage, 4 Stück, um genau zu sein. Und das passt eben genau zu diesem Vollmond, in Ausgleich suchen, die Kommunikation suchen und ja, Gleichheit bei allen Parteien schaffen. Das ist also grundsätzlich einmal so die Intention der Waage, ja. Die Waage möchte eben grundsätzlich eben gerne diesen Ausgleich haben. Und wenn ich eben 4 Planeten in der Waage habe, dann ist es mir halt grundsätzlich so ein Bedürfnis zu sprechen und mich mitzuteilen und dann vielleicht doch irgendwo eine Harmonie oder einen Ausgleich eben zu schaffen. Was jetzt bei diesem Horoskop eben sehr besonders ist, dass der Herr Nehammer die Sonne auf 25 Grad Waage hat, seine Geburtssonne, ja, sein persönliches Ziel, das er verwirklichen möchte in seinem Leben, sein Charakter, ja, den er eben verwirklichen möchte und was er sich eben vorgenommen hat zu verwirklichen. Und da steht der Vollmond mit 26 Grad Waage eben ganz genau oben. Ja. Also das heißt, die Vollmondenergie löst genau seine Hauptlebensenergie aus und deswegen ist er jetzt auch in allen Medien gestanden, ja, weil die Sonne, ich stehe im Mittelpunkt, ich stehe da. Und astrologisch gesehen ist es für mich überhaupt nicht verwunderlich, warum er dies getan hat. Zusätzlich hat er ja noch eine Sonne-Uranus-Konjunktion. Also der Planet Uranus beeinflusst seine Sonne extrem stark. Und der Uranus steht ja grundsätzlich immer für sehr spontane Entscheidungen. Ja? Also der Uranus möchte auch immer der Erste sein. Also wenn man Uranus in der Nähe von der Sonne hat, erstens möchte man außergewöhnlich sein, einzigartig sein. Ja? Und das Nächste, was ist, das hat oft mit dem Vorleben zu tun. Man hat eine Angst, etwas zu versäumen. Also der Uranus ist immer zuständig, eben auch für die Angst, etwas zu versäumen und dann möchte ich es eben blitzschnell umsetzen. Und der Uranus denkt da auch gar nicht viel nach. Es muss schnell gehen. Nächste Woche kann schon wieder ganz was anderes sein. Also das ist oft auch einmal ein bisschen ein Zickzackkurs mit dem Uranus. Und wie gesagt, da hat der Uranus auch in dem Sinn ja, sehr viel Unruheenergien natürlich auch bringt der Uranus mit, aber der Uranus möchte ständig irgendetwas eben vorantreiben, verändern, ja, und deswegen diese Spontanentscheidungen, die man eigentlich gar nie eben voraussehen kann, ja. Zusätzlich ist das eben auch das Mars und Pluto, sie stehen zwar jetzt schon einige Grade auseinander, also von der modernen Astrologie her würde man da jetzt keine sogenannte Konjunktion sehen, aber von der klassischen Astrologie, von den alten Griechen, die haben ja alles in Konjunktion gesehen, was in einem Zeichen ist. Und ich würde immer mal sagen, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Also es ist so, dass schon die Energien, die in einem gleichen Zeichen sind, also die Planeten, da schon in einem starken energetischen Kontakt stehen. Mars und Pluto ist ein Gewaltaspekt, ein Kriegsaspekt. Und ja, da hat er irgendetwas karmisch eben mitgenommen aus den Vorleben. Und ja, deswegen ist er jetzt auch dort am Kriegsschauplatz eben gewesen. Ja, die Waage möchte eben grundsätzlich mit allen kommunizieren, mit allen reden. Und ja, ist auch irgendwo ein Auftrag in seinem Geburtshoroskop. Und wie gesagt, der ist eben durch den Vollmond ganz genau ausgelöst worden. Ihr seht also, wie wichtig es ist, dass man die Vollmonde über das Geburtshoroskop legt und somit kann man auch dann oft sehr gut Prognose betreiben oder schauen, wenn der Vollmond wirklich schön steht über dem Geburtshoroskop, dann ist es einfach eine gute Zeit, gewisse Dinge zu erledigen oder gewisse Dinge zu machen. Und wenn er auf sehr schwierigen Konstellationen steht, zum Beispiel jetzt der Neumond von Dominik Thiem,
dann ist es halt sehr schwierig, etwas leicht und locker umzusetzen. Okay, so viel zum Thema Vollmond mit dieser individuellen Auswirkung. Und dann habe ich noch vom russischen Präsidenten eben diesen Vollmond eben auch drüber gelegt. Und wir sehen, der hat auch viel in der Waage. Und sein Vollmond ist genau über Merkur, Neptun eben drüber gestanden, ja. Und hat auch ein Sextil auf den Energieplaneten Mars gemacht. Also er wird sich schon in irgendeiner Form durchgesetzt haben, ja. Weil Mars steht ja auch immer da, eben für die Durchsetzung. Aber der Merkur ist eindeutig der Planet der Kommunikation und des Ausdrucks, ist natürlich die Sache. Da steht jetzt der Neptun eben daneben, der so manches eben nicht an die Oberfläche lässt. Und somit ist natürlich die Frage. Wir wissen natürlich nicht, was geredet wurde. Neptun steht auch immer für das Geheimnis. Ja. Ist auch eben hier sehr interessant. Aber ich wollte nur zeigen, Voll- und Neumonde, wenn die über Geburtshoroskopsplaneten stehen, dann aktivieren die diese und dann passiert genau das, welche Energie halt bei den Planeten eben ausgelöst wird. Ja. Merkur steht ja für Gedanken, schriftlichen Ausdruck und auch eben die Kommunikation. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das war jetzt eigentlich das, was ich euch zum Vollmond gerne sagen wollte. Vielleicht, was war gestern noch? Gestern, also am 12.04., ich zeige das da unten gleich, weil das sind ja die Transite, die weitergehen. Gestern war ja Jupiter und Neptun in Konjunktion, also diese großen zwei Planeten, die sich eben getroffen haben. Nach 266 Jahren, glaube ich, wieder im Fisch, ja. Und jetzt ist es eben so, dass das eine sehr, sehr spirituelle Konstellation ist. Also das nächste Mal treffen sich ja Jupiter und Neptun in einem anderen Zeichen dann zwar wieder. Also das heißt, dieser Jupiter-Neptun-Zyklus, der beginnt jetzt eben zu wirken und wird sich jetzt in den nächsten 12, 13 Jahre halt entfalten. Also da künstlerisch, kreativ, spirituell, da tut sich natürlich jetzt natürlich sehr, sehr viel. Ja. Und auf der anderen Seite, da ja da so viel im Fisch steht, ja, wir haben ja damals eben gesagt, Neptun ist der Herrscher von Fische, Jupiter ist der alte Herrscher von Fische. Und also für Spiritualität, Kunst und Kreativität eine sehr, sehr gute Konstellation und eine Weiterentwicklung, ja. Allerdings ist es jetzt eben so, dass es aber auch oft für die Illusion steht, ja, für aufgeheizte Stimmung, ja, für Unwahrheiten, ja. Dinge werden nicht richtig konkretisiert. Also man sieht, es ist eine sehr schwierige Konstellation auch, wenn man sie jetzt nicht in der erhöhten Form, also in einem höheren Bewusstsein, eben lebt. Und das Zeichen Fische hat sowieso immer ein bisschen ein Thema mit dem Konkretisieren, mit dem real auf die Welt bringen, ja. Und was wir jetzt in diesem Monat speziell noch haben, ist, dass eben der Mars, der Kampfplanet und aber auch Entscheidungsplanet und Energieplanet jetzt gerade in die Fische gegangen ist und auch Venus, der Planet der Harmonie, der Schönheit und des Geldes steht jetzt auch noch im Fisch und wird eben dieses Monat eben, haben wir eben vier Planeten in Fische und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht oft falsche Informationen annehmen und uns aufnehmen, dass wir uns nicht in etwas hineintheatern lassen. Also da müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn irgendwelche Prognosen gestellt werden, wenn irgendetwas gesagt wird, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Also das wäre noch das, was ich eben dieses Monat eben gesehen hätte. Also war für Kunst, für Kreativität und für Spiritualität ist es natürlich eine ausgezeichnete
Stellung. Gut, dann freue ich mich, dass ich euch noch zum Schluss meinen Einsteigerkurs kurz präsentieren kann. Also am 28.04. um 19 Uhr geht's los. Also es ist nicht mehr lang Zeit hin. Also wer möchte, kann sich noch sehr gerne bei mir anmelden. Ich melde mich dann wieder beim nächsten Neumond. Der findet statt am 30.04. Das wird ein spezieller Neumond werden, eine Sonnenfinsternis. Und ich werde euch nächstes Mal dann einiges über spezielle Neumonde, also die Sonnenfinsternisse, erzählen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit.